Yo, was geht ab, meine Freunde? Meti am Start. Herzlich willkommen zum 0. Part vom Karrieremodus in FIFA 17. Und es geht endlich weiter, Freunde. Der Karrieremodus in FIFA 16, der war einfach episch. Es hat mir mega viel Laune gemacht. Und wir waren ja auf dem EA Capture Crunch und haben da sehr viel FIFA 17 für euch aufgenommen. Das habt ihr auch schon bei anderen YouTubern gesehen. Es war ein mega cooles Event und das haben wir natürlich auch genutzt. Wir haben euch Ultimate Team gezeigt, wir haben euch Gameplay gezeigt und jetzt kommt der Karrieremodus. Der darf natürlich nicht zu kurz kommen. Natürlich konnten wir den Karrieremodus dort nicht anspielen, beziehungsweise konnte man schon, aber hat wenig Sinn gemacht, weil den Spielstand können wir nicht mit nach Hause nehmen. Deswegen haben wir uns überlegt, das seht ihr auch schon im Hintergrund, wir stellen euch Teams vor und ihr dürft wieder abstimmen, welches Team unser Team im Karrieremodus sein wird, Freunde. Ihr wisst wahrscheinlich von anderen YouTubern, da verfolge ich das natürlich auch, wer nimmt welches Team. Und da versuche ich natürlich auch ein bisschen zu vermeiden, dass man da Überschneidungen hat. Und zum Beispiel Würzburger Kickers, schlappi, überragende Idee. Ich meine, mit Darmstadt hat er auch schon so angefangen und es war mega erfolgreich, meines Erachtens nach. Und deswegen, so etwas werden wir nicht machen. Also wir werden nicht den Karrieremodus vom Lukas kopieren. Aber ihr entscheidet, welches Team wir nehmen, Freunde. Und wir hatten zwar das vor Ort auch schon aufgenommen mit Facecam, aber es war ein bisschen zu laut. Und ich möchte, dass ihr alles versteht, was ich in diesem Video sage. Zunächst einmal möchte ich mich nochmals bedanken für den tollen Support in FIFA 16. Ich hoffe, ihr seid jetzt erst recht mit dabei. Und ich erkläre euch heute, welche Vereine zur Auswahl stehen. Warum und wieso und weshalb und wie ihr genau abstimmen könnt, denn es wird ein bisschen anders als sonst sein. Wir machen es ganz einfach, Freunde, wir werden euch 10 Teams zur Auswahl stellen. 10, genau. Und es werden 2 Ligen zur Auswahl stehen, und zwar BPL und die Bundesliga. Warum die 2, warum nicht Ligue 1, warum nicht Serie A, warum nicht die Spanische Liga? Dazu haben Patrick und ich uns entschlossen, weil unser erster Karrieremodus war mit Köln in der Bundesliga, danach der wahrscheinlich erfolgreichste mit Arsenal in der Premier League, der letzte war in der Premier League, und wir möchten einfach in der Premier League bzw. in der Bundesliga wieder anfangen, und dann kann man halt mit den Jobangeboten, mit einem neuen Karrieremodus immer noch schauen, worauf ihr Laune habt, worauf ich Laune habe, und das kann man dann im Nachhinein immer noch gucken, Freunde. Deswegen könnt ihr jetzt in der Infokarte eine Stimme dalassen für Bundesliga oder für die Premier League. Ich werde das irgendwie alles nachher zusammenzählen, aber in der Infokarte bietet sich halt an, weil man nur für eine Option voten kann. Deswegen votet da mal, welche Liga ihr am liebsten sehen würdet. Die Teams könnt ihr in der Beschreibung bzw. in den Kommentaren hochliken. In der Beschreibung ist dann links zu Strawpoll, zu 2 Links, einmal für die BPL und einmal für die Bundesliga, und dann könnt ihr da abstimmen, Freunde. Und ganz einfach, wir fangen mal an mit den Themen. Zunächst einmal Fenerbahce, da haben viele kommentiert, ey Mädchen, du bist doch Fenerbahce-Fan, mach doch einen Fenerbahce-Karrieremodus. Und da muss ich sagen, die türkische Liga ist nicht so von großer Bedeutung in FIFA. Das finde ich sehr schade. Leider ist da der türkische Pokal nicht drin und es wird auch schnell monoton. Natürlich hat man die Champions League, die Europa League, die man dann spielen kann. Aber ich muss ehrlich sein, ich könnte damit, glaube ich, nicht so viele Leute begeistern wie mit einem Karrieremodus von einer neutralen Mannschaft. So sehe ich das, Freunde. Ich denke, ihr könnt mich da verstehen. Und tut mir leid, dass wir jetzt Fenerbahce vielleicht nicht nehmen. Wird der ein oder andere enttäuscht sein. Aber so ist das leider. Ich kann es nicht jedem recht machen. Aber ich versuche natürlich, es so vielen wie möglich recht zu machen. Und dabei auch so viel wie möglich Spaß zu haben. Deswegen das kurz zum Punkt Fenerbahce. Wir machen weiter. Und zwar habt ihr den BPL-Abstimmungslink unten. Und ich werde jetzt kurz auf die Mannschaften eingehen, warum diese da drin sind. Wir haben einmal Leicester City. Ja, der Meister der letzten Saison. Überraschungsmeister, Sensationsmeister. Und wir haben die reingenommen, weil wir gedacht haben, das wäre eigentlich eine coole Story, wenn wir die übernehmen würden. Ich glaube, ihr würdet das auch feiern mit Mahrez, mit Jamie Vardy. Die haben richtig gute Spieler. Und deswegen könnte das eine Option sein. Ihr entscheidet das, und der Meister, vor allem so ein Überraschungsmeister, hat es einfach verdient, hier in dieser Abstimmung drin zu sein. Dann haben wir wahrscheinlich den meistgehypten Club diesen Sommer, und zwar Manchester United. Da muss ich aber direkt was zu sagen. Ich weiß nicht, ob der Lukas da noch einen Karrieremodus zu machen wird. Er hat zumindest eine Saison durchgespielt auf dem Capture Event. Und ich glaube, der Hansus wird auch Manchester United nehmen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das auf Instagram gesehen gehabt, weil da auch seine Abonnenten für abgestimmt haben. Also, ich möchte es ungern kopieren, aber wir haben es hier reingenommen, weil der Patrick auch United-Fan ist, und der Lars, die waren dabei, als wir diese Aufnahmen gemacht haben und die Liste aufgestellt haben.
Und deswegen nehme ich die zwar rein, aber es ist ähnlich wie mit Man City. Da haben wir zu gesagt, dass das, ja, ist wie mit den Bayern. Es wäre vielleicht zu einfach mit zu viel Mitteln da das Spiel zu spielen. Also das ist meine Meinung, aber ihr könnt gerne dafür abstimmen. Wir schauen dann einfach mal. Dann haben wir zwei Rivalen. Ich nenne sie gleichzeitig Tottenham und Arsenal London. Ja, Freunde, wir haben mit Arsenal Karrieremodus gemacht. Wir haben mit Tottenham im FIFA 16 Karrieremodus aufgehört. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt, der Arsenal Karrieremodus in FIFA 16 war echt krank. Der war echt krank und den habt ihr echt gefeiert mit Oynama, Şükrü, Mesut Özil. Aber genauso bei Tottenham, also die beiden Mannschaften sind mit dabei und ich bin gespannt, ob es einer der beiden Mannschaften werden wird. Und wie gesagt, ihr wisst Bescheid, wie das da ist. Ich habe für Arsenal ein Stück weit Sympathien wegen Mesut Özil, brauche ich hier nicht zu verheimlichen, aber ihr entscheidet das. Und als fünfte Mannschaft aus der Premier League und die letzte Mannschaft haben wir Jürgen Klopps Liverpool genommen, Freunde. Ich glaube, in der deutschen Szene habe ich noch keinen gesehen, der jetzt Liverpool angekündigt hat. Könnte sein, dass der ein oder andere Liverpool nehmen wird. Aber wir haben die reingenommen, vor allem mit Jürgen Klopp und mit den Fans. Hin und her, ihr wisst, Liverpool. Ich glaube, die haben es auch verdient, in dieser Abstimmung drin zu sein. Und kurz ein Wort zu Chelsea, ist ähnlich wie mit Man City. Aber da wäre jetzt auch in der ersten Saison zum Beispiel, wäre so ähnlich wie mit AC Mailand schon fast. Verkackte Saison, versuchen das wieder gut zu machen, so ähnlich. Aber wir haben uns für diese fünf Mannschaften entschieden, Freunde. Und jetzt kommen wir zu den Bundesliga-Teams. Und da könnt ihr auch wieder abstimmen. Und zwar haben wir da, weil es die erste Mannschaft ist, die da angezeigt wurde, den 1. FC Köln. Das war der Karrieremodus, mit dem wir in FIFA 16 hier auf diesem Kanal angefangen haben. Und natürlich, wir pflegen beide, Patrick und ich, pflegen Sympathien zum FC durch die geografische Nähe. Und deswegen könnte man überlegen, mit dem FC da anzufangen und wirklich Richtung Europa anzugreifen. Das müsst ihr aber entscheiden. Wir haben den Nachbarn aus Leverkusen auch noch mit reingenommen, Freunde, weil es viele kommentiert haben. Beim Lars auf dem Kanal gibt es ja auch den Karrieremodus in FIFA 16 mit Bayern 04 Leverkusen. Ich denke, da kann man auch einiges rausholen aus Leverkusen. Dann haben wir, ja, meist kommentierte Verein wahrscheinlich unter dem Video, was ich gemacht hatte in FIFA 16, wo ihr kommentieren solltet, wie wir in FIFA 17 weitermachen sollen. Und zwar Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, da muss ich aber als Bayern-Fan sagen, mit dem Verein kann ich mich einfach nicht identifizieren, weil ich halt Bayern-Fan bin. Nichts gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, wenn ich Dortmund-Fan wäre, würdet ihr den geilsten Karrieremodus überhaupt sehen, weil Dortmund bietet sich halt auch einfach an. Obwohl, ja, man hat einfach einen Primus in der Liga mit dem FC Bayern. Und das wäre schon eine Idee, die ein Stück weit zu ärgern, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich dann da meinen Emotionen so freien Lauf lassen kann, wie bei anderen Teams, die hier in diesen Abstimmungen sind, aber wir mussten die reinnehmen, oder wollten die reinnehmen, weil ihr die auch so oft vorgeschlagen habt, aber wie gesagt, ohne was gegen Dortmund zu haben, ich glaube, es würde nicht so cool werden. Es würde vielleicht nicht ganz passen, ich weiß nicht, könnte auch sein, dass ich Bock habe, mit denen zu spielen. Ich spiele ja auch zum Beispiel offline auch immer manchmal mit Dortmund, um einfach mit den Spielern zu spielen, weil die einfach gute Spieler haben. Dann haben wir die andere Borussia, weil die wurde auch oft gefragt. Borussia Mönchengladbach, da kann man auch einiges, glaube ich, rausholen, Freunde. Ihr müsst das entscheiden und ihr wollt auch oft, also Gladbach wird oft kommentiert. Ohne Witz. Und hier ist eine ätzend nervende Fliege. Aber was will man machen, Freunde? Was will man machen? Und jetzt die fünfte Mannschaft, da haben wir uns lange, ja, drum geringt. Wir wissen nicht, wie wir da drauf jetzt gekommen sind, beziehungsweise wir wissen schon, wie wir drauf gekommen sind, aber wir hatten einige Optionen als fünfte Mannschaft und haben uns für den FSV Mainz 05 entschieden. Vielleicht hatte das keiner so auf dem Schirm. Es kam manchmal in den Kommentaren. Es war noch zur Auswahl Ingolstadt und Freiburg. Ein bisschen mehr so nach unten orientiert, aber Mainz 05, auch jetzt in der Europa League, könnte man machen. Und ihr könnt jetzt gerne in den Infokarten erstmal die Liga abstimmen, dann könnt ihr in der Beschreibung über Strawpoll abstimmen und dann die Kommentare hochliken, weil ich werde auch die Kommentare in die Kommentare posten mit den jeweiligen Teams. Und mittlerweile kann man auch in der YouTube-App am Handy, kann man auch die Kommentare hochliken. Das heißt, ich werde die Likes nehmen, ich werde die Zahlen aus Strawpoll nehmen und dann werde ich gucken, welche Liga einfach mehr Votes hat. Und dann sehen wir einfach, ob wir in die Premier League oder in die Bundesliga gehen. Und dann schauen wir einfach, vielleicht kommt ein Jobangebot nach 2 Jahren, nach 2 Saisons. Etc. pp. Und deswegen bin ich einfach nur gespannt. Ich bin einfach nur gespannt, für wen ihr abstimmen werdet. Ich möchte euch das wirklich überlassen, weil ihr sollt entscheiden, was ich mache. Ich habe quasi jetzt so ein bisschen lenken können, in welche Richtung es gehen soll, indem ich euch 10 Teams zur Auswahl gestellt habe. Hätte ich das nicht gemacht, hättet ihr natürlich jetzt sagen können, ey, mach mit Man City, worauf ich auf jeden Fall keinen Bock hätte.
ohne was jetzt direkt gegen Man City zu haben. Es wäre einfach zu langweilig. Es geht um Spielspaß. Und deswegen, Freunde, ich freue mich über eure Teilnahme hier beim Voting. Und dann sehen wir uns beim ersten Part. Ich denke, der erste Part wird kommen, sobald EA Access raus ist. Das heißt, am 22., 23., so um den Dreh, wenn ich dann das erste Mal aufnehmen kann. Und ja, beziehungsweise vielleicht auch vorher, wenn wir schon wissen, beziehungsweise wenn es nach 5 Tagen irgendwie einen klaren Gewinner gibt, dann werde ich vielleicht nochmal ein Video machen und dann werden wir über Transfers reden. Das wird dann wahrscheinlich so ablaufen. Ich weiß noch nicht genau. Ich muss schauen, wie ich das zeitlich auch hinbekomme. Deswegen, seid aktiv, Freunde. Ich würde mich mega über euren Support freuen. Und vielleicht machen wir auch so einen, also den Zweitplatzierten, vielleicht so als Livestream-Karriere, weil wir auch überlegen, demnächst öfters zu streamen. Könnt ihr auch mal gerne einen Kommentar da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Folgt uns auf Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook. Alles in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.